Da bin ich wieder. Muss ich einmal kurz. Ja. So lange mache ich aber auch nicht mehr. Met und Blut fließen für dich. Lernt schon, weil ich gesehen habe, dass sich mein Anakata gerade wieder übergeben hat. Und ist mir so langsam Sorgen bereitet. ja. Möchte ich doch relativ schnell hoch. Und ja. Ich werde jetzt mein Getränk noch austrinken und danach geht es in die Falle. Und werden wir natürlich gleich erstmal noch auf die Suche nach weiteren Kurzhäufchen machen. Damit ich weiß, ob es viel oder wenig war. Und ja. Mal gucken. Oh, wo müssen wir denn da hin? Ja, es ist eine Ehre, die Tochter eines Kreis zu beherbergen. Das ist nicht das Dorf, in dem wir mit Eri waren? Mir so verdächtig bekannt vor. So, hier erstmal den Eingang. Da. Wir sind gleich fertig. Da tauchte eine riesige Seeschlange auf und biss mir meinen Arm ab. Die Götter haben gesprochen. Sie wollen ein Opfer. In meinen Augen solltest du dich eher der Schlange stellen, Jarl. Nein, sie verlangen ein Opfer. Die Zeit ist gekommen, ich weiß es. Wir brauchen ein deutlicheres Zeichen. Wir warten bis zu deinem nächsten Traum. Ich brauche nicht noch mehr Zeichen. Ich suche Ceres. Sie soll hier gewesen sein. Ankrets Tochter? Ja, sie war hier. Wo ist sie jetzt? Was? Ceres. Wo ist Ceres? Weiß nicht. Keine Ahnung. Schluss mit den Fragen. Ich suche Ceres. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich hoffe, dass sie ins Dorf gegangen ist. Sie hat uns lange nicht mehr besucht und wollte mit unseren Leuten sprechen, aber... Aber? Ich befürchte, dass sie zu dem alten Familiensitz von Jarl Udalric gegangen ist. Ich wollte es ihr ausreden. Der Brockwar-Clan will etwas vor Ankret verstecken? Nein, darum geht es nicht. Die Leute sagen, das Haus sei verflucht. Toll. Ich liebe Geisterhäuser. Warum ist Ceres dorthin gegangen? Sie hatte vorher ein langes Gespräch mit dem Jarl. Sie wollte ihm wohl helfen. Wie heißt diese Rüstung? Kann ich gleich mal nachgucken? Ich weiß es gerade gar nicht. Verzeih, ich muss zu ihm gehen. Kann gleich mal nachschauen. Warte. Schwere Hindarfs jällische Rüstung. Habe ich, glaube ich, irgendwo... Warte mal. Ich glaube, irgendwo hier gefunden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine hier irgendwo in dem Gebiet. Habt ihr zumindest schon seit mehreren Stunden. Und sieht ganz cool aus, finde ich. Ich hoffe, ich konnte ja so ein bisschen helfen. So, wo müssen wir jetzt hin? Achso. Als hätten ihn die Götter geleitet. Raus, raus, raus. Runter. Wo müssen wir ganz hin? Können wir vielleicht auch abkürzen? Hier können wir nicht, okay. Dann nicht.
Was für eine Schande, es einfach zu tun. Ja. Wie diese Quest, die mir noch hinter mich bringen. Okay, hier brauchen wir die Hexersinne noch nicht. Aber hier hinten. Ja. Super. Nein, Geralt, bitte da. Sucht sie auch immer so die verlassensten Orte aus. Verdammt, hier stimmt was ganz und gar nicht. Nein. Frische Fußspuren, vielleicht von Ceres. Will ich wissen, was uns hier erwartet? Nein, ich glaube nicht. Ceres. Ohnmächtig. Ich muss sie hier rausbringen. Und draußen wartet das Monster. Habe ich recht? Ah, nee. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Der tut so weh. Hast einen Schlag auf den Kopf bekommen. Geralt, warum bist du hier? Ich suche dich. Dein Vater macht sich Sorgen. Ich bring dich nach Hause. Ich gehe erst, wenn ich Udalric geholfen habe. Das Schwert. Wo ist das Schwert? Ich muss zurück. Du gehst nirgendwo hin. Ich habe dich gerade erst halbtot hier rausgeholt. Du musst mir erzählen, was passiert ist. Was hat es mit dem Schwert auf sich? Das ist Brokvar, das Ahnenschwert von Udalrics Clan. Ich brauchte es, um den Fluch von Udalric zu nehmen. Welchen Fluch? Lange Geschichte. Vor vielen Jahren haben sich Udalric und sein jüngerer Bruder um das Schwert gestritten. Nach der Tradition gehört das Clanschwert dem erstgeborenen Sohn, Udalric. Aber sein Vater hat es seinem jüngeren Bruder Aki vermacht. Oha, eine schwere Beleidigung in dieser Gegend. Schwer genug für Udalric, um ein heiliges Gesetz der Skelligen zu brechen. Er hat die Entscheidung des Vaters öffentlich hinterfragt. Das konnte der alte Jarl wohl nicht durchgehen lassen. Sie haben Udalric an einen Pfahl gebunden und bis zur Hüfte im Meer versenkt. 3 Tage lang. Und danach sind Aki und er fischen gefahren. Ihr Vater dachte wohl, dass harte Arbeit auf See die beiden wieder zusammenschweißt. Seefahrten sind für uns wie eine Kur. Leider hat die Kur dieses Mal nicht geholfen. Ein Sturm brach los und Aki ging über Bord. Udalric hatte mit den Segeln zu tun und seinen Bruder erst gehört, als es zu spät war. Hörte ihn nicht oder wollte ihn nicht hören? Manche Insulaner hatten dieselben Zweifel, aber niemand hat sie ausgesprochen. Was willst du mit dem Schwert machen? Ich glaube, Akis Geist will es zurückhaben. Der Geist des Bruders? Seit ich denken kann, hat das Inselvolk in Udalric immer den Auserwählten gesehen, zu dem die Götter sprechen. Das habe ich auch mal geglaubt, aber jetzt, angesichts bestimmter Umstände, er ist einfach besessen. Und es ist sein jüngerer Bruder, der ihn heimsucht. Du meinst, Aki rächt sich, weil Udalric ihn hat sterben lassen? Ich habe mit Hjord gesprochen. Der schwört, dass Udalric erst seit Akis Tod stimmen hört. Und ich glaube nicht, dass Hjord falsch liegt, denn er kennt die beiden von klein auf. Vielleicht lässt Aki von Udalric ab, wenn wir ihm Brokvar geben. Keine schlechte Idee. Vorausgesetzt, wir haben es mit einem Geist zu tun. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Was denn? Aki ist auf See ertrunken, sagtest du. Aber es spukt hier in diesem Haus. Aki und Udalric haben hier beide gelebt. Vielleicht deswegen. Danke für deine Hilfe, Geralt. Aber ich muss das Schwert holen. Kommt nicht in Frage. Ich hole es. Wirklich? Danke. Dann kann ich zu Udalric gehen. Nein, du bist zu schwach. Vielleicht kippst du unterwegs wieder um. Warte hier. Wir gehen zusammen. Okay. Lass mich überlegen. Haben wir das jetzt noch? Ja, doch. So, hier war nichts mehr.
Hier ist noch eine Servierplatte. Wasserflasche. Ah. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Ja, klar. Kellerschlüssel. Das ist jetzt aber offensichtlich. Gar nicht genau wissen, was das war. Hast du das Schwert gefunden? Ja. Ja, ich hab's. Gehen wir. Also, nach dir. Du und mein Vater, ihr wart mal Freunde, nicht? Ich hoffe, wir sind es noch. Ach so, da lang. Aber, also, ich hab gehört, dass ihr euch zerstritten habt wegen irgendwas oder irgendwem. Meinst du die Geschichte mit Yennefer? Das ist schon lange her. Es war, bevor dein Vater deine Mutter getroffen hat. Aber du und Yennefer kanntet euch schon. Tja, mit Yen waren die Dinge nie in trockenen Tüchern. Was ist an ihr? Was zieht dich zu ihr hin? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich einfach nie für Bequemlichkeit und Ruhe entschieden. Das war jetzt aber nicht unbedingt die Antwort auf die Frage. Wo ist Yennefer? Ich weiß nicht. Warum fragst du? Ich staune nur, dass sie dich alleine hat herkommen lassen. Wie meinst du das, lassen? Nichts. Gar nichts. Ich hatte nur den Eindruck, dass sie dich nicht gern aus den Augen lässt. Schau, da sind sie. Schrecklich hell hier draußen. Schmerzt in den Augen. Die frische Luft wird dir gut tun. Die Götter werden nicht erfreut sein. Ja, unsere Gäste. Weißt du noch? Ich habe euer Gespräch zufällig mitbekommen. Keine Sorge. Das war nicht geheim. Auf den Inseln weiß jeder, dass Jarl Udalric die Stimmen der Götter hört. Diese Stimmen, die du hörst. Die Götter, ihre Stimmen. Es ist wahrscheinlicher, dass es hier um deinen toten Bruder geht. Ich habe Geralt von Aki erzählt. Wir glauben, dass... Dass die Götter dir wegen deines Bruders zürnen. Du musst dich entschuldigen. Und zwar bei Aki. Ich wollte nicht. Aki ist ins Wasser gefallen. Die Götter werden wütend sein. Lass mich dir helfen. Ich verspreche, ich passe auf, die Götter nicht zu erzürnen. Hör auf den Hexer, Jarl. Versöhne dich mit Aki. Das wird die Götter gewiss erfreuen. Was soll ich denn tun? Weißt du noch, wo Aki ins Wasser gefallen ist? Am Ostende der Insel, vor der Bucht. Die Strömung hatte uns zu Ululas Nadel getrieben. Dort ist es gefährlich. Die tückischen Strudel kosten immer wieder Seeleuten das Leben. Wir müssen hinsegeln. Akis Geist wird nicht ruhen, ehe das Schwert zu ihm zurückgekehrt ist. Nein, 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 nein! Die Götter werden zürnen. Ich spüre es. Keine Angst, Jarl. Die Götter lieben dich und haben Aki geliebt. Bestimmt wünschen sie dies. Vielleicht kann ich hinsegeln. Das Schwert muss zurückgebracht werden. Aber wer das tut, ist nicht entscheidend. Wonach soll ich suchen? Trug Aki etwas, woran ich ihn erkennen kann?
Etwas, das die lange Zeit unter Wasser überstanden haben kann? Ja, den Ring unseres Clans. Das müsste reichen. Ich breche auf. Okay. Ja gut, so weit ist das nicht. Den machen wir noch schnell. Und danach möchte ich so schnell wie möglich tatsächlich zu meinem Kater. Weil ich merke schon, ich habe einfach... Ich selber habe einfach keine ruhige Minute mehr. Das einzige Gute daran ist, dass er sich halt wirklich noch normal verhält. Halt auch schnurrt und eine feuchte Nase hat und so weiter. Deswegen tippe ich mal nicht drauf, dass er Schmerzen hat. Weil, ja, das kann auch was Schlimmeres sein. Da könnte was Schlimmeres sein. Hier muss es sein. Wenn ich an den Tierarzt damals denke. Deswegen, ich werde schnell zu meinem kleinen Liebling. Vielleicht, dass ich morgen noch nicht die ganze Zeit oben sein kann. Ja, ich weiß, Armbrust. Ja. Achso, und jetzt können wir wieder zurück. Ich bin froh, dass wir endlich wieder eine Armbrust gefunden haben. Ich weiß auch nicht, was ich mit der alten gemacht habe. Ich frag mich, ob das was gebracht hat. Zeit, zu Udalrik zu gehen. Zum Glück ist das ausnahmsweise mal kein langer Weg. Ich dachte schon, wir müssen irgendwo dahinter oder so. Aber das passt. Ich tauche hier noch ein bisschen die Möwen auf. Versuche niemanden zu rammen. Sonst sind wir hinterher noch schuld, dass irgendeiner gestorben ist. Das muss ja nicht sein. Jetzt auf jeden Fall die Taste. Oh. Hoppala. Pass auf, wohin du gehst. Aber wieso? Was ist los? Udalrik, die Stimmen haben ihm befohlen, sich das Auge rauszureißen. Was? Ach, du Kacke. Warum hast du das gemacht? Es war der Wille der Götter. Ein Opfer. Oh, ich will sie sehen. Für Aki. Ja. Was genau wollten die Götter? Erinnerst du dich? Was haben sie dir gesagt? Sie waren zornig. Eine Stimme sagte, du elender Wicht hast Aki nicht geholfen und jetzt segelst du nicht zu ihm und bittest um Vergebung. Reiß dir das Auge raus, leide und büße für das, was du angerichtet hast. Jetzt leide ich auch mit. Haben die Götter zu dir gesprochen? Gleich nachdem ich weg war? Kurz danach. Ich wurde müde und legte mich hin. Da offenbarten sie mir ihren Willen. Schläfst du immer, wenn sie mit dir reden? Immer. Und was siehst du dann? Rufen sie dich an einen bestimmten Ort? Zu meinem alten Zuhause. Sie befehlen mir, Fackeln zu entzünden und sprechen aus den Schatten. Du sagst, die Götter sprechen aus den Schatten. Erlaubst du darum hier drinnen kein Licht? In den Träumen sehe ich manchmal ihre Form, wenn die Fackeln hell brennen. Es ist eine große Ehre, die Götter zu sehen. Würdest du sie vielleicht mit mehr Licht auch sehen, wenn du wach bist? Einfache Menschen sind nicht würdig, in ihr Antlitz zu schauen. Verlangen die Götter immer, dass du ihnen dein Leid anbietest? Allein das gefällt ihnen. Und sie verlangen ständig mehr.
Ich habe das Schwert hingebracht, doch nichts hat sich geändert. Es ist nicht der Geist seines Bruders, der ihn plagt. Was ist mit ihm los? Können wir unter vier Augen reden? Im Gästezimmer. Komm. Schick. Und? Weißt du, was es ist? Ein Him. Eine Postkonjunktionskreatur. Sehr selten und sehr gefährlich. Hängt sich an Menschen, die üble Taten begehen. Sie nährt sich von ihrem schlechten Gewissen und verstärkt es. Am Ende zwingt sie das Opfer zur Selbstverstümmelung. Klingt unschön. Kann man sie loswerden? Es gibt zwei Methoden. Theoretisch. Im Hexerbestiarium heißt es, dass man eine Nacht im Lager des Hims verbringen muss, mit dem Betroffenen. Also im Geisterhaus? Gemütlich dürfte das zwar nicht werden, aber ich wette, du hast schon schlechter geschlafen. Ums Schlafen geht es nicht. Man muss den Him heraustreiben. Er muss aus den Schatten kommen und sich zeigen. Sonst kann man ihm nichts anhaben. So ganz ohne ist die Kreatur wohl nicht. Du hast Udalric ja gesehen. Der Kampf wird nicht einfach. Und die andere Methode? Angeblich kann man einen Him überlisten. Man muss so tun, als hätte man etwas Furchtbares vor. Dann springt er auf einen über. Wenn er merkt, dass er betrogen wurde, muss er gehen. Toll. Versuchen wir es. Ich kenne niemanden, dem das gelungen ist. Vielleicht waren die Täuschungsmanöver nicht gut genug. Ich weiß, du hast Zweifel. Aber wir sollten wenigstens versuchen, den Him zu täuschen. Vielleicht ist das nicht so einfach, wie es scheint. Perfekt sind beide Methoden nicht. Wie meinst du das? Udalric überlebt eine Nacht im Lager des Hims vielleicht nicht. Du meinst, der Him versucht, Udalric zu töten? Nein, dann wäre er ja seinem Wirt los. Es ist möglich, dass es Udalric einfach nicht übersteht. Er ist schwach. Das Haus weckt schmerzliche Erinnerungen. Für den Him ist das eine Gelegenheit. Je mehr Schmerz der Him seinem Wirt bereitet, desto stärker wird er. Und umso gefährlicher wird er für dich. Und was ist mit der anderen Methode? Der Him ist ein Dämon und die sind bekanntermaßen schwierig zu täuschen. Außerdem darf der Lockvogel nicht wissen, dass er einer ist. Was? Der Him greift Leute mit schlechtem Gewissen an, die überzeugt sind, schlimm gehandelt zu haben. Der Him verstärkt ihre Reue und nährt sich davon. Das heißt, wenn der neue Wirt keine echte Reue empfindet, spürt der Him das. Ah, das heißt, wenn einem von uns was einfällt, kann er dem anderen nichts davon sagen. Genau. Beide Methoden scheinen riskant. Trotzdem bin ich für die List. Ich bin noch nicht überzeugt. Sag bitte nicht, dass du auch solche Dinge mit Yennefer besprechen musst. Wenn uns nichts einfällt, können wir immer noch die Hexermethode probieren. Es kann wohl nicht schaden, die List zu versuchen. Gute Entscheidung. Der einzige Ort, an dem sowas funktionieren kann, ist das Geisterhaus. Das Lager des Hims. Also, nach dir. Nee. Okay. Kein Grund zum Trödeln. Jetzt zieht sich die Quest doch noch ganz schön. Aber passt. Mag sie irgendwie. Achso, okay. Oder? Doch, jetzt kann ich speichern. Solide Handwerkskunst. Der Ofensetzer muss vom Festland gewesen sein. Ach stimmt, hier kann man ja auch noch reingucken. Ciri. Das ist aber nicht Ciri. Nein, das ist unmöglich. Verdammt. Du willst mich abschrecken. Gut, du hast also Angst. Na, Angst ist ja schon mal... zerbrochen.
Udalric hatte wohl Angst, die Kreatur hinter sich zu sehen. Jemand könnte sich das Bein brechen. Oder den Hals. Ich schätze mal, dass wir in den Keller müssen. Boah, ich hasse solche Geister-Dinger-Sachen hier. Die ist aber hier oben auch nicht mehr zu sehen. Hier unten ist jetzt auch soweit nichts, ne? Das oben noch mal versuchen. Aber hier ist halt auch nichts, ne? Ich habe jetzt nichts gefunden. Solide Handwerkskunst. Ja, das hier. Der Ofensetzer muss vom Festland gewesen sein. Vielleicht auch überall so ein komischer Schleim runter. Nee, da unten wird es bestimmt auch nichts sein. Mutter ist echt hier. Aber es muss was da drüber sein. Sag mir das Ding hier auch die ganze Zeit. Es muss irgendwas darüber sein. Da habe ich irgendwas. Den, vielleicht in diesem Raum. Da. Aber er ist jetzt. Wiege. Woher war das nicht? Sicher Udalric oder Aki gehört. Geralt, komm! Ich glaube, ich habe eine Idee. Ist dir was eingefallen? Ja, ich habe einen Plan. Könnte sogar klappen. Geht's etwas genauer? Du musst hier auf mich warten. Wird nicht lange dauern. Sonst nichts? Du hast es selbst gesagt. Du darfst die Details nicht wissen. Du musst mir vertrauen. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch. Und können wir anfangen? Ich bin bereit. Na schön. Ich bin bald zurück. Mach so lange schon mal ein Feuer an. Sie rennt zum alten Haus! Schnappt sie! Nimm ihn! Du musst ihn in den Ofen legen, vertrau mir! Was?
Vorsicht, tut dem Kleinen nichts. Gib mir das Kind. In den Ofen. Wirf ihn in den Ofen. Ich kann ihn doch nicht in den Ofen werfen. Ja. Das Zeichen gewirkt. Aber. Das Kind muss sterben, oder wie? Das gibt doch Ärger. Toll. Ja, und jetzt will er mich umbringen. Warum? Ach. Oh Gott, ich hatte für einen kurzen Moment Angst. Der Hexer hat nichts getan. Mini-Moment. Du findest hier weder Reue noch Schuld, nur Schock und Erleichterung. Du wurdest getäuscht und musst gehen. Wie macht dich fertig? Es ist vorbei. Ich glaube, der gibt sein Kind nie wieder her. Wir haben den Him reingelegt. Er dachte, ich hätte dein Kind getötet und wollte mich besetzen, um sich an meinem Gewissen zu laben. Aber als er sah, dass das Kind wohlauf ist, musste er gehen. Du bist frei, Jarl. Frei! Der Him ist weg. Und damit auch die Stimmen, die dich gequält haben. Jetzt würde ihn was anderes quälen. Verschwinden wir von hier. Ich glaube, der möchte uns erstmal nicht mehr wiedersehen. Was ist los? Mir ist schwindelig. Drehe mich wie in einem Strudel. Okay, Geralt, du sagtest, es sei vorbei. Das ist nur die Erschöpfung. Er wird sich erholen. Was mache ich denn jetzt? Du bist verwirrt, aber keine Sorge, das geht vorbei. Mir ist, als wurde mir etwas abgerissen. Kein Wunder. Der Him war ein Parasit. Die Bindung an den Wirt kann sehr stark sein. Darum fühlst du dich jetzt so leer. In ein paar Tagen oder Wochen geht es dir wieder gut. Danke. Glaub ich. Leb wohl. Er geht in Zeitlupe davon. Ich gehe ist mit das ihm. Baby? Er scheint verwirrt. Gute Idee. Und dann? Was hast du vor? Ich bleibe ein paar Tage und schaue, dass es ihm gut geht. Und du? Bleibst du auf Spikarok? Weiß ich noch nicht. Muss drüber nachdenken. Yennefer ist bestimmt schon ungeduldig. Was hast du gegen Yennefer? Du hast sie schon mehrfach erwähnt. Nichts. Mir fällt nur auf, dass ihr häufig einer Meinung seid. Jetzt nicht mehr. Du meinst, ich bin ein Pantoffelheld? Das ist nichts Besonderes. Passiert wohl allen Männern. Ob skelliger Raubein, tapferer Ritter oder zäher Hexer, am Ende lassen sich doch alle um einen Frauenfinger wickeln. Obwohl ich zugebe, dass du kein totaler Reinfall bist. Du hast mir vertraut, einer Fremden. Den Mut hätten nicht viele gehabt. Wäre nett, wenn du das nicht rum erzählst. Sonst meinen die Leute noch, ich würde drauf stehen, dominiert zu werden. Leb wohl, Geralt. Mach's gut, Ceres. Sehr schön. Ja. Gut, das mit der Thronfolge machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Werde jetzt nämlich so langsam Richtung Bett verschwinden. Denn, warte mal, wie spät ist es? Oh Gott, 0:06, ja.
So langsam Richtung Bett klingt eigentlich ganz gut. Ja, wie gesagt, das mit der Bodenfolge machen wir beim nächsten Mal. Speichern wir jetzt nämlich hier. Verlassen das Ganze.